Sorry, das ist wirklich der Hammer. Seit mehr als 60 Jahren sind sich Forschungsteams sicher, es muss eine Superradianz in Festkörpern geben. Bei diesem Phänomen sorgt ein angeregtes Atom für die Abgabe eines Photons. Dieses einzige Lichtteilchen wiederum löst eine Kettenreaktion aus und ein intensiver Lichtblitz entsteht. Doch niemand konnte das bisher nachweisen oder beobachten. Jetzt ist die Sensation gelungen. Klicks um Science Fiction, herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr es noch aus dem Physikunterricht auf dem Schirm. Atome gehen in einen angeregten Zustand über, wenn man ihnen Energie zuführt. Die Elektronen werden dann auf ein höheres Niveau angehoben und gehen dann später wieder zurück in ihren alten Zustand. Dabei geben sie ein Photon ab, also ein Lichtteilchen. Der Zeitpunkt dafür ist überhaupt nicht vorauszusehen und das Ganze passiert zufällig. Anders dagegen bei der sogenannten Superradianz. Hier löst die Abgabe eines Photons unter bestimmten Bedingungen direkt eine Art Kettenreaktion aus. Wenn dann alle Atome in diesem Bereich die überschüssige Energie abgeben und das innerhalb weniger Nanosekunden, entsteht ein intensiver Lichtblitz. Das Besondere hierbei, ein einziges Photon reicht aus, um diese Superradianz auszulösen. Klingt eigentlich ganz easy und tatsächlich bereits in den 50er Jahren wurde bereits dieses Phänomen vorhergesagt in der Theorie. Jetzt ist es einem Forschungsteam aus der Schweiz erstmals gelungen, dies auch bei einem Festkörper in einem Experiment zu zeigen. Dazu Andreas Angerer, einer der beteiligten Forscher. Superradianz ist nur dann möglich, wenn man die Atome in einen Bereich versammelt, der deutlich kleiner ist als die Wellenlänge der Photonen. Problematisch hierbei sind die Atomwechselwirkungen in diesem Bereich von wenigen 100 Nanometern, die die Superradianz behindern. Um das zu umgehen, setzte das Forschungsteam auf spezielle Diamanten. Bestehend aus Kohlenstoffgittern mit Fehlstellen. Konkret handelt es sich um sogenannte Nitrogen Vacancy Gitterfehler, bei denen statt eines Kohlenstoffatoms ein Stickstoffatom eine Stelle im Gitter besetzt und die Stelle daneben unbesetzt bleibt. Um eine Superradianz auszulösen, müssen diese Gitterfehler angeregt werden, denn sie reagieren besonders auf Strahlung mit besonders großer Wellenlänge, wie beispielsweise Mikrowellen. Dazu Angerer, unser System hat den entscheidenden Vorteil, dass wir dort mit elektromagnetischer Strahlung arbeiten können, die eine Wellenlänge von mehreren Zentimetern hat. Daher ist es kein Problem, die einzelnen Defektstellen im Radius einer Wellenlänge zu konzentrieren. Und tatsächlich, das Experiment war erfolgreich. Die Energie der Mikrowellenpulse wurde von den Gitterfehlern aufgenommen und das System geriet in einen metastabilen Zustand. Doch erst als eine bestimmte Schwelle erreicht war, reagierten die Gitterfehler. 300 Nanosekunden dauerte es nach der Mikrowellenabschaltung, als dann endlich aus dem Zentrum des Diamanten ein Photonenblitz hervorschoss. Dazu heißt es in der aktuellen Studie, dieser Superradianzpuls wurde 1 Billion Mal schneller emittiert als bei der normalen Entladung eines Nitrogen Vacancy Gitterfehlers. Und das ist ein Riesenerfolg für das Forschungsteam, denn somit haben sie dieses schon so lang vorhergesagte Quantenphänomen auch experimentell in einem Festkörper bewiesen. Und nicht nur das, auch für sehr praktische Anwendungen könnte das bald riesige Fortschritte bedeuten. Dazu Angerer. Superradianz spielt in der Optik eine prominente Rolle, wo es beispielsweise die Entwicklung von neuen Lasern mit superdünnen Strahldicken ermöglicht. Unsere Arbeit liefert nun die Grundlage für zukünftige Quantentechnologien, darunter auch superradiante Feststofflaser. Das finde ich wirklich Hammer, wie die Quantenphysik ganz praktischen Nutzen bringt und dadurch nahezu unmögliche Dinge möglich werden. Wir stehen wirklich vor einem Zeitalter unfasslicher, sensationeller Entwicklung, denn durch solche Entdeckungen werden Kettenreaktionen ausgelöst, werden wie in diesem Beispiel zum Beispiel erstmal Laser mit superdünnen Laserstrahlen entwickelt, können damit wieder ganz neue Strukturen gefertigt werden, aus denen dann vollkommen neue Teile und Werkzeuge gefertigt werden können, die dann und so weiter und so fort. Ja, und hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Laserschwert, bald Wirklichkeit, Licht wird wie Materie. Und wenn ihr kein Video mehr zu diesen und allen anderen Themen verpassen wollt, dann folgt mir auf WhatsApp, nur da bekommt ihr von mir vor allen anderen das neueste Video, ganz unabhängig von der Abo-Box hier auf YouTube, die ja bei vielen nicht so ganz perfekt funktioniert. Und gerne auch ein Abo dalassen und natürlich nicht die Glocke vergessen. Bis dann. Bleibt dran.